Oh oh. Oh oh, Schneehasen. Oh, mit Schneehasen haben wir ganz schlechte Erfahrungen. Oh, verdammt viele Schneehasen. 6 Schneehasen. Fuck. Grapes sind Trauben. Trauben. Oh, das Schöne ist, wo sie den kann wieder kochen. Schön, schön. Schön, schön. Die gelbe kann ich vielleicht machen. Was für ein Kochskill haben wir denn jetzt hier schon? 15 Medizin, 12 kochen. Na, sauber. Na, sauber. Ja, wie gesagt, Lord Endo, versuch mal bitte Ben ein bisschen aufzumuntern, da zieh ich mich drauf. Ich fand's auch relativ cool. Auch wenn alles voller Tiberium immer war, grundsätzlich. Lieber. Egal. So, Essen. Das ist mir egal. Und dann erstmal schlachten. Genau. Jo, das sind zwar ein bisschen viel zum Schlachten, aber ich brauche noch ein bisschen Parker Leder. Ja, hat er das schon gemacht? Der hat das eins gemacht. Ja, 4x6 Artefakte haben kann auch keine Gefahr sein. Ich bin nach wie vor noch überzeugt, dass auch hier kein Artefakt drin ist. Ja, ich bin voll Überzeugung. Hier ja, das ist eine Stahlwand, da kann ich sagen, okay. Aber. Oh, guck mal an, ja, das ist fertig. Das werden wir gleich mal holen. Tschakka. Ja, okay, das war's doch jetzt erstmal. Ist gut, wenn wir einfach weiter Essen machen. Weil sie die ganzen Buffalos jetzt getötet, ja. Die Schwein. Du bist gar nicht mehr dabei. Oh Mann. Hat es schon gut wissen. Aber das ist weg. Spurlos verschwunden. Niemand weiß, wo er hin ist. Niemand. Niemand weiß. So, ja. Ben. Schlaf aus. Ja, von mir aus. Von mir ist Lagerkoller. Ja, ist mir schon klar. Ja, Kimli, das ist tatsächlich ein waldiger Greenscreen. Das Problem ist, ich habe vor dem Stream heute versucht, Chroma Key einzustellen. Also, dass man quasi das Grün hinten nicht mehr sieht. Das Problem ist aber, mein Zimmer ist zu schlecht ausgeleuchtet. Ja, mein Zimmer ist zu schlecht ausgeleuchtet. Jetzt muss ich mir erst irgend so eine diffuse Fotostudio-Lampe kaufen und die hier irgendwo im Hintergrund aufstellen. Und das erstmal vernünftig beleuchten, dass alles gleichmäßig beleuchtet ist. Und dann kann ich endlich Chroma Key einstellen. Professional bin ich dann. Kimli, sag an, wie weit bist du denn? Into the Breach. Ich bräuchte das scheiß Game auf der Switch. Ich würde das den ganzen Tag in der Arbeit zocken. Also, Mittagspause meine ich. Guck mal an, hier haben wir noch ein bisschen Silber. Wie viel kriegt man denn jetzt da raus, Silber? 140. Oh, Ben schaut das an, wie sieht's aus? 9 Stunden? In nur? Was? Achso, du hast erst 9 Stunden. Ach so. Dafür, dass du schon auf hart spielst? Lord Endo, das ist. Was ich von der Switch halte, ob die besser als die PS4 ist. Also. Ich war lange Jahre überzeugter PlayStation-Fan. Lange Jahre. Diese Jahre sind schon so lange, dass die letzte offizielle Nintendo-Konsole, also Konsole, die ich habe nicht tragbare, ich habe die erstmal gehabt, die letzte Nintendo-Konsole war tatsächlich der Super Nintendo. Ich hatte keine GameCube, ja, meine Frau hatte N64 mal, aber ich war seit jeher überzeugter PlayStation-Fan. Aber PlayStation 4, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, das ist keine Konsole,
Das ist eine Flugzeugturbine. Ey, das hat mir den ganzen Spaß. Ah, doch, Entschuldigung, Ben, ich hatte eine Wii. Richtig. Ich hatte eine Wii. Okay, Entschuldigung, ich hatte eine Wii. Okay. Ich war mal beim Telefonvertrag dabei. Aber ne, ich hatte eine Wii. Okay, da sind wir zurück. Die Wii war tatsächlich ganz nett. Ja, fand ich auch ziemlich cool. Hatte ich auch ziemlich viel Spaß damit. Aber nochmal zurück zur PlayStation, ja. Die PlayStation 4 ist so extrem laut bei mir. Ja, es ist, vielleicht hätte ich auf eine spätere Generation warten sollen, ich weiß es nicht. Aber das hat mir zum Beispiel den Spaß an Final Fantasy 15 genommen. Ich hab mich so auf das Spiel gefreut, wirklich. Ich bin auch Final Fantasy Fan seit... Hast du nicht gesehen? Ich habe Final Fantasy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Nur 11 habe ich nicht gezockt, aber 12 auch, 13. Ich habe alle gezockt. Alle. Ja. Und die PlayStation 4 hat es geschafft, dass ich aufs 15er keinen Bock habe. Wo es technisch wahrscheinlich die beste Umsetzung ist, die Final Fantasy jemals gehabt hat. Ja, für dich vielleicht schon über ihr Kopfhörer, aber wenn die PlayStation halt mitten im Wohnzimmer steht, ja, und man sich nicht mehr mit seiner Frau unterhalten kann, dann ist das schon echt ätzend. Kältewelle. Badamtsch. Wusste ich's doch. Das heißt, wir werden gleich mal Lagerfeuer ausstellen. Hier und hier, zweimal. Ist Karo? Karo ist hier, der ist da. Gelbe pflanzt an. Ich glaube, wir brauchen jetzt nichts mehr anpflanzen. Ja gut, soll er noch machen? Soll er machen, dann ist aber gut. Und dann wäre es ganz gut, wenn der Gelbe vielleicht hier auffüllen würde. Nein, das macht schon jemand. Sehr schön. Macht das schon. Oh, ja, schau her. Ich hab sie alle gehabt, richtig. Ich hab sie alle gehabt. Moment. Ich hab Beweise. Habe Beweise. Die fucking Collector's Edition. Und weil jetzt jeder sagt, oh ja, das ist ja nur eins davon. Ja, das war für 13. Ich hab hier unter anderem auch noch Collector's Edition Lösungsbuch. Ja. In einem Ledereinband, ja, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ledereinband. Ich mag den Rest jetzt nicht aus dem Wohnzimmer holen. Aber ihr könnt es mir glauben. Ihr könnt es mir glauben. So ein Final Fantasy Fanboy, ja. Aber kann man ja nichts machen. Das hat mir echt. Ich habe mir kurzfristig überlegt, ob ich es für den PC jetzt kaufen soll. Ich meine, das Coole ist ja, ich kann es ja auf dem PC, vom PC ins Wohnzimmer streamen, weil ich ja eine Steam Link habe. Und das funktioniert ziemlich gut. Aber ich habe halt jetzt echt keinen Bock, das jetzt gerne nochmal Geld auszugeben, ja. Ich habe uferlos viele Spiele, ja. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich sämtliche Spiele, die ich hatte auf der PlayStation, nur gespielt, damit ich alle Trophys hole. Ich habe übrigens auch in Final Fantasy 13 alle Trophys. Und zwar in 1, 2 und 3. Und in Fallout 3. Und in New Vegas. Ja, krank. Krank ist das. Wollen wir was anderes denken, was Ben? Ich denke... Gib dir noch zwei Wochen. Versuch dich anderweitig abzulenken. Versuch irgendwas zu tun, was dich den ganzen Tag beschäftigt. Geh Trampolin springen. Kein Scheiß. Das macht sau viel Spaß. Trophys waren in der Folge, genau, richtig. Da heißt halt Trophys, ja, auf irgendeiner Webseite heißt dann Badges. In Steam sind es Erfolge, Achievements, ja. Kann sich auch nicht einigen. Bei Nintendo gibt es gar keine. Außer ein Spiel hat Achievements mit drin, aber von Nintendo selbst gibt es keine. Der ist ja schon irgendwann mal eingeführt, dass jedes Spiel, das veröffentlicht wird, Trophys braucht. Ich meine, mit dem Video, da ist merkwürdige Suchtfallen geworden. Ja, hier, da. Merkwürdige Individuen. Das bin ich. So, wie sieht's aus? Wir haben jetzt
Haben wir schon alle im Park oder was ist da los? Muffelierter Parker, Stoffparker, Stoffparker, Muffelierter Parker. What? What? Wieso habe ich denn schon vier Parker? Also nicht, dass ich jetzt unglücklich tue. Aber wo hab ich denn die? Ist ja cool, ist ja cool. Okay, das müssen wir da abreißen, das wird sonst zu warm hier. Passt. Ja, ansonsten müssen wir weiter warten. Wir haben leider Lord Andrew verloren. Der Gelbe sollte forschen und Ben. Ben kann es dann auch forschen, weil Schneider nicht mehr so wichtig ist. Was macht Wuseline? Chillen? Ansonsten Feldarbeit bauen und kochen. Kochen ist okay. Karo, was macht Karo? Karo macht Bauen und Bergbau. Heilo wird zum Rest davor, ja. Erlaube Aussaat, nein. Ist halt die Frage, ob ich mit 400 Pemmikan, 4 Leute und 15 Mahlzeiten durchkomme. Ja, okay, das ist natürlich nicht so prickelnd. Umgeknickte Füße sind natürlich nicht so prickelnd. Du bist im Krankenhaus und kannst auch nur, dran denken. Eieiei. Vielleicht auch nicht so gut. Lass dich erstmal putzen zur Ablenkung. Liegt denn hier eigentlich noch. Liegt doch noch Blut hier, oder? Ja, was ist das? Lass mal Reinheitsgebiet noch weitermachen. Hier Kimbley, ja, Into the Breach. Total cool. Total cool. Die Flammenwerfertruppe ist übelst schwer. Ich komm mit denen nicht klar, ja. Auch mit Steel Yudoka komme ich nicht klar. Mit alle anderen ist okay, aber Steel Yudoka ist. Da krieg ich die Krise. Da krieg ich echt die Krise. Ich schaff's nicht, die Gegner so umzudrehen, dass sie sich gegenseitig angreifen. Da kommt die wieder aus den 90ern in die Wrestling-Szene zu kommen. Sprung vom zweiten Seil, Bein verabschiede ich mal mit. Ja. Mann, Wrestling. Ja, das habe ich auch eine Zeit lang in meinem Leben begleitet. Das kam früher mit dem DSF. Dienstag nachts. WCW. Ich glaube, der damals angesagte Wrestler war Mark Goldberg. Glaube ich zumindest, dass er Mark hieß. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber... Naja. Das war relativ witzig anzugucken. Irgendwann aber. Zeron, hi! Irgendwann habe ich dann keine Lust daran verloren. War mir dann irgendwie zu affig. Es klingt echt übel. Es klingt echt übel, Ben. So. Elektrizität oder Langbögen? Ich würde jetzt erst Langbögen machen und dann Elektrizität. Ja, da bauen wir den Greenscreen. Jetzt habe ich das erst die Woche aufgestellt? Das ist tatsächlich. Ich habe den Baum erst die Woche aufgestellt. Ich habe den Greenscreen seit Montag. Das ist tatsächlich seit Montag. Ich habe mich endlich dazu überwunden. Ja, ich habe den Greenscreen hinten mit einer Schnur aufgehängt, mit einer Wäscheleine und oben so Wäscheklammern rein. Weil ich halt irgendwie, ich wollte es endlich haben. Ja, mich hat es genervt. Mich hat es tierisch genervt. Werkzeugschrank, 200 Stahl. Ich will das halt nicht alles abrufen, ne? Aber ein bisschen. Ein bisschen können wir noch. So, ein bisschen können wir noch. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt andere Musik. Wir machen jetzt andere Musik. Ich mache jetzt eine Twitch-Playlist, weil... ich kann es gar nicht mehr hören. Tut mir echt leid. So schön es auch ist, der Mix, ja, und so schön es auch ist und die ganzen Songs. Aber ich glaube, ich muss jetzt echt mal ein bisschen einen Break machen. Moment, Twitch Adventure. Mach einfach mal irgendwas rein.
Irgendwas leise im Hintergrund. Muss ja nicht zu laut sein. So, es gibt einfach mal 1000 Twitch-Playlists. Naja, wir lassen es erstmal so. Und sie sagt natürlich, ihr möchtet wieder das andere hören. Dann gehen wir wieder zurück. Ob heute noch Eisen gespielt wird. Wenn der Wunsch da ist. Wenn der Wunsch da ist, kann ich gerne noch Isaac spielen. In der Runde. Ich bin jetzt quasi Isaac Pro. Was gibt's noch? Frei für Kämpfer. Niemals. Niemals. Niemals, Kimberly. Niemals. Es ist echt interessant, dass Isaac immer noch, nach der langen Zeit, immer noch relativ gerne angeguckt wird eigentlich. Macht ja auch Spaß, das Game. Frage ist nur... Ah, übrigens! Ja, Kimli, das habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich einen neuen Controller brauche. Weil ich habe das Gefühl, der Controller ist total schwammig. Seit ich Isaac auf der Switch gespielt habe, weiß ich nicht, der ist so präzise, der Switch-Controller. Und das Ding, was ich habe, das, ich weiß nicht, ist glaube ich einfach nur totaler Müll. Ich weiß es nicht. Habe ich denn noch? 53 hier. Ja, tut mir leid, aber das ist mir hier auch irgendwie zu blöd. was haben wir denn hier noch? Wir können irgendwas random shuffle. Ja. Fernkämpfer. Der Gelbe. Der Karo. Karo und der Gelbe sind noch frei. Karo und der Gelbe sind noch frei. Meinst du, dass dann Rocket League wird? Meinst du, dass das so schlimm ist? So oft habe ich es doch gar nicht gezockt. Ich werde die Game jetzt mal hier danach nochmal. Bei Isaac. Ich brauche jetzt echt mal ein bisschen was anderes, aber irgendwie gefällt mir das auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte irgendwas Episches ganz gern. Ja, alles so... So bäh. Oh, oh, da weiß ich was. Oh, geil! Ha, Rage Against the Machine, Mann! Oh, das ist Spannung! freie Fernkämpfer. Ja, wie gesagt, Karo und der Gelbe wären noch frei. Es ist tatsächlich jeder Fernkämpfer. Der eine besser, der andere schlechter. Wir hätten eigentlich nur Alice gehabt, die hätte 8, aber ich muss ja mit Lord Endo beschließen, Reanimierer Naniten zu holen und dann kläglich zu sterben. Ja. Eigenschaften, Karo. Karo ist träge und Misandrie. Und der Gelbe ist Masochistin, psychische 7 und Misandrie. Ob ich Link im Park kenne? Was ist das für eine Frage? Ich weiß nicht, ob ich die spielen darf. Ich glaube, die darf ich nicht spielen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die ganze Maschine spielen darf. Keine Ahnung. Factorio Event. Was meinst du mit Event? Achso, mal als Event mal zocken, meinst du? Das wäre tatsächlich, glaube ich, echt interessant. Das wäre echt interessant. Ich habe mir diese Woche auch überlegt, weil ich nicht wusste, weil ich nicht wusste, was ich Mittwoch zocken soll. Wollte ich eigentlich Eco zocken. Wollte kurz für 3 Tage einen Server mieten, wollte gucken, wie viele Leute mitspielen. Ob Leute Bock haben mitzuspielen. Aber das hat sich dann irgendwie erübrigt. Dienstgespräche. What the fuck? Nee, niemals. Wir gehen nicht hin. Ich gehe gern. Let's chill out. Ja. Chill out. Ja, Karo, was ist los? Ich würde mal sagen, Handwerk. Wenn du nichts zu tun hast, mach Handwerk. Kannst du zumindest Steinblöcke verarbeiten. Yay! So, was kann man in der Schmiede jetzt herstellen? Total übertriebenen Iqua. Das war total übertriebene
Und auch Recurve-Bogen. Heißt, ich brauche das eigentlich nicht mehr, richtig? Jo. Ich brauche schon noch. Ich will den Kriegsschleier machen, oder? Oh, jetzt geht's ja relativ flott. Fahr an. Ja, schön, damit kommen Steinblöcke. Ich wollte ja hier quasi Osterweiterung machen, irgendwie. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin etwas enttäuscht von Randy Random. Muss echt sagen, ich bin etwas enttäuscht von Randy Random. Irgendwie. Oh Gott, no! Hunger? Oh oh. Oh oh, Schneehasen. Oh, mit Schneehasen haben wir ganz schlechte Erfahrungen. Oh! Verdammt viele Schneehasen! 6 Schneehasen! Fuck! Okay. Dann haltet euch bereit, meine Freunde. Haltet euch bereit. Let's Schneehasen. Ich habe aber keinen Bock auf jetzt sowas. Warte, wo ist es denn? Fuck. So. Okay. Schlaf. Oh. Wollt ihr mich verarschen? Die Schneehasen laufen einfach durch die Fallen durch. Warum? Erst verarzten. Ja, erst verarzten wäre eine gute Idee. Ist doch hier mal cool. Die können alle Pflege machen. Können sich ja alles selbst verarbeiten, verarzten. Das ist die Frage, ja, ob die fallen nur bei Humaniden. Ich meine, es gibt eine prozentuale Chance. Ja, es gibt eine prozentuale Chance, dass es ausgelöst wird. Ja, aber die ist bei 80%. Ich meine... Naja. Was soll's? Ich habe ja mit Schneehasen. Alle behandelt? Hey, hallo? Behandelt euch doch erstmal! Wie wär's denn? Wo wieder irgendeinen Wundkrampf kriegt oder sowas. Bin in 4 Grad. Fuck! Und das ist das Lagerfeuer. Jetzt ist da echt frostig. Ja, hab ich doch fast überall. Ich muss ein bisschen Holz sparen. Tut mir leid, ich muss ein bisschen Holz sparen. Ich hab relativ wenig Holz noch übrig. Und ich möchte jetzt nicht bei Minusgraden rausjagen. Sobald Busine fit ist, dass wir die Hasen schlachten. Ist wieder fit. Haltungskapsel, bitte lass es einen weiblichen sein. Bitte einen weiblichen. Komm schon! Männlich! Niemals werde ich einen männlichen Kolonisten aufnehmen. Niemals. Nee, also keine Sorge, ich habe hier schon noch genügend Bäume. Hier, guck mal, hier ist alles voll mit Bäumen. Ich brauche noch kein Feld dazu. Immer dann, wenn ich ein Feld mit Bäumen mache, gehe ich außerdem kaputt. Deswegen lasse ich es einfach mal. Ist egal. Siehe Titel. Ja, ist Amazonen-Challenge. Es werden hier nur Frauen aufgenommen. Es gibt keine Männer, ist mir egal, was der kann. Soll sie verpissen. So, Reisende der Fraktion der Bustma. Bustma? Plus 26. Männlein und noch ein Männlein, noch ein Weiblein. Jugendliche. Kann aber nichts. Nein, leider nicht. Kann ich nicht. Nee.
würde am Sinn. Es würde am Sinn der Challenge vorbeigehen. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich habe auch keinen Sklavenmod installiert, wenn du das meinst. Ich muss mal das Blut reinigen, weil das ist hier echt. Bitte weg hier, das ist hier echt eklig. Blut von Schneehasen, überall liegt Blut von Schneehasen. Mit diesen ekligen Schneehasen. Nee, das Sklavenmod. Du meinst wie die Leute, die bei Starbound einen Sex-Dungeon bauen. ich fand das so cool, ich hab das mal auf Reddit gelesen. Ja, da hat einer Startopia. Ist nicht Startopia, was sag ich denn mit Startopia? Starbound, Subreddit. Hat einer geschrieben, ja, er ist jetzt im Asteroiden, was kann ich noch machen? Und dann kamen ein paar sinnvolle Vorschläge. Ja, baut ein Observatorium, Billardzimmer, ja, und dann kam halt auch als Antwort, ja, bauen ein Sexzimmer. Das ist echt. Das ist eh schon wieder weg, oder? Guck, der ist eh schon wieder weg. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab irgendwie Randy Random irgendwie anders erwartet, muss ich jetzt sagen. Was denn? Was? Als Kolonist? Niemals. Der grüne Mann mit dem Hut heißt Zelda. Nein, der Mann mit dem grünen Hut, wollte ich sagen. Du bist jetzt am Verhungern? Ja, dann isst doch was! Was ist denn los mit dir? Jetzt komme ich mit dem Winter. Das ist doch schon mal gut. Mann, welche Maschinen. Das waren Zeiten. Das haben wir früher reingesuchtet, habe ich mir das. Übrigens zu Alaron, ja, ich habe ein bisschen Eurobone Universalis noch weiter gezockt. Ich sag dir. Nein! Ich rette nicht den Typen! Siehe definitiv Titel! Ja, Amazonen-Challenge! Amazonen sind weiblich! Nein, da wird der Typ nicht gerettet. Außerdem ist er schon weg. Meteoroid? What? Das hatte ich noch nie. Ein Meteorit, der Stahl zurücklässt? Das hatte ich noch nie, wirklich nicht. Genau, ich habe weitergespielt, Europa Universalis. Ich sag dir easy, ja, Azteken, easy. Super easy. Super easy. Ich habe schon alle, assimiliert. Ja. Ja. Mach ja mal auf, weil dann haben wir ein bisschen Durchzug. Wir müssen schauen, wie viele Steine haben wir jetzt. 100. 100 Steine kann man noch nichts machen, ne? Nicht sein Ernst hier. Schiefer müsste härter sein, richtig? Ja, 55 und Kalkstein. What? Auch? What? What? Steine haben alles gleiche? Kann doch nicht sein. Bullshit, genau so sieht's aus. Ich mach wieder die andere Mucke an. Oceans. Wird mal haben. Ja. Randy Random.
Was soll man tun? Was soll man tun? Wir warten. Nee, lass los. Eigenständig stärker als Schiefer? 540. 54, oh, tatsächlich. Tatsächlich. Ich hab nicht geguckt, Entschuldigung. Ich hab nicht geguckt, vielen Dank. Was wäre ich nur ohne euch? Wir brauchen mehr Küchen. Ach, komm schon. Ah, Mann. Wirklich. Verforschung, Langbögen! Woo! Langbögen! Ach, Mann. So, wir können jetzt Langbögen herstellen. Macht Damage. Was sehen? Langbögen Damage. 18. Naja. Wir brauchen 4 Langbögen. Was brauchen wir da? 50 Holz dazu. Muss ich tatsächlich nochmal runterschicken. Ja, ja, 8. September. Wie gesagt, ich habe es mir etwas anders jetzt vorgestellt, aber ich weiß nicht warum Randy jetzt so harmlos ist. Ich weiß es nicht.